So, liebe Zuschauer, kommen wir nun zu einem von mir sehr geliebten Produkt, nämlich Joghurt. Ich nutze es täglich. Und in der Hobbythek waren wir damals die Ersten, die, um diesen Joghurt herzustellen, probiotische Bakterien genutzt haben. Was heißt das? Nun, diese Bakterien können die Magenschranke überwinden. Sie wissen, im Magen gibt es ganz viel Salzsäure und normalerweise werden die Bakterien da drin gekillt, aber wir brauchen sie auch im Darm, besonders wenn man Darmbeschwerden hat. Und so passieren die tatsächlich den Magen und kommen dahin und wirken dort wirklich äußerst positiv. Und diese Bakterien, die haben wir von einer dänischen Biotechnologiefirma herstellen lassen. Die heißen, früher hieß das Labida, weil sie aus Lactobacillus und Bifidobakterien bestehen. Das ist wirklich ganz toll. Und nun zeige ich Ihnen einmal, wie man mit diesen Bakterien ganz schnell selbst Joghurt machen kann. Das ist nämlich ganz einfach. Die meisten meinen, es wäre so kompliziert. Ich nehme normale Haarmilch. Und hier habe ich jetzt einen solchen Joghurtbereiter. Ich empfehle hier diesen, ein Liter fast. Und jetzt brauche ich nur zunächst einmal Bakterien da rein zu tun. So sehen die aus. Gib sie rein. Also im Grunde genommen eine Messerspitze. Und jetzt gieße ich das da drauf, noch ein bisschen vermischen. So. Und noch verrühren, damit die sich auflösen, aber das ist nicht so entscheidend. So, das wäre es eigentlich schon. Wenn Sie aber ganz festen Joghurt haben wollen, dann können Sie hier noch dieses Magermilchpulver hinzutun. Und das ist dann noch ein präbiotisches Produkt, nämlich ein flüssiger Ballaststoff, heißt Inulin. So, das haben wir jetzt schon aufgelöst und jetzt heizen wir den langsam an. Weil Joghurtbakterien eben im Darm produziert werden, brauchen die eine gewisse Temperatur. Und die gewinnen wir auf die Schnelle, indem wir das in eine Mikrowelle reintun. Und wir stellen das dann einfach hier ein. Und zwar ungefähr so 2 Minuten. Das reicht aus. Stellen das an. Und jetzt läuft das. Und nach 2 Minuten hole ich das wieder raus. Ich will das mal beschleunigen. So. Und gebe das in den Joghurtbereiter rein. Deckel drauf. So. Und nun muss man das so circa 10 Stunden wirken lassen und dann hat man den wunderbarsten Joghurt. Und wie gesagt, für mich ist er insofern segensreich, weil ich damit auch meinen Heuschnupfen behandelt habe. Früher konnte ich um diese Zeit, Juni, Juli, überhaupt nicht hier in Deutschland leben. Ich bin immer geflüchtet auf irgendwelche Inseln, wo keine Pollen herumschwirren. Und das ist heute kein Problem mehr. Deswegen, dank dem Joghurt und jeden Morgen esse ich davon 350 Milliliter. Das heißt, mit einem Liter komme ich etwa 3 Tage aus und es ist kaum Arbeit. Und ich packe da natürlich ganz viel frisches Obst der Saison rein und natürlich auch noch ein bisschen Müsli. Und Sie glauben gar nicht, wie wunderbar das schmeckt. Man kann es mit Honig süßen oder mit unserem Süßstoff. Wir haben das ja damals Confilite genannt, den löse ich auf und gebe da flüssig Süßstoff rein. Es ist einfach sensationell und für mich das Produkt der Hobbythek. Nach Originalrezepten. Wenn es diese Produkte nicht gäbe, sie müssten schleunigst erfunden werden.